komm, ich zeig dir, was wir suchen. Jupp, gefunden. Okay, komm, konzentrier dich. Ich bin hochkonzentriert. Okay, also dieses Exemplar hier heißt Lavandula angustifolia. Lavendel. Naja, solange ich den Studienkredit abbezahle, bleibe ich bei Latein, aber ja. Bezahlt ist bezahlt. Gut so. Okay, los, deine Hände. Okay, jetzt legst du die eine Hand um die Blume und die andere an den Stängel. Okay. Genau so. Und dann ziehst du langsam... Hey, ich kann Unkraut jäten. Entschuldige bitte, das ist kein Unkraut. Vorsichtig. Und doch zupacken. Oh ja, aber nicht zu fest. Okay, bereit? Mhm. Los. Na bitte, das war perfekt. Ja. Oh. Das riecht aber nicht gerade gut. Okay, du machst hier weiter und ich sammle noch mehr. Also, warum Lavendel? Tja, die Leute im Labor sind ganz schön aufgeregt. Sie glauben, sie haben eine Unterart, die mutierte Monoterpenoide enthält, die wiederum ein modifiziertes Linalol produzieren, das... Das ist so... Oh Mann, danke, Einstein, danke. Sorry, sie enthält eine Chemikalie, aus der wir eine neue Arznei herstellen können. Für Brandopfer. Wo ich herkomme, nutzt man nur Kraut, das man rauchen kann als Arznei. Busa kennt einen Typen mit einer Plantage, 3 Meilen von hier. Oh, na toll. Busa wird noch im Gefängnis landen und dich nimmt er mit. Und was macht ihr sonst noch so? Chemiewaffen, Massenvernichtungswaffen, sowas? Nein. Also, ich nicht. Ach ja? Es steht in meinem Vertrag. Meine Forschungen dienen keinem militärischen Zweck. Hier drüben ist noch mehr. Warte, stopp. Ach, komm, das Wasser ist sicher herrlich. Warte mal. Was ist los? Damit kannst du weitermachen. Komm, was ist? Eine lange Geschichte. Schon okay. Dann laufen wir halt. Ich laufe gern. Naja, dann erzähl mir doch was von deinen Pflanzen. Okay, also diese spezielle Art hier ist adventiv. Du willst, dass ich dich frage? Das bedeutet ursprünglich nicht von hier. Du kannst Ogden dafür danken. Wem? Oh, scheiße, ich hab gefragt. Peter Skeen Ogden, der erste Entdecker, der durch diesen Teil Oregons kam. Er und einige der anderen frühen Forscher brachten ihre Heilkräuter und Pflanzen mit hierher. Einige gingen verloren und wachsen jetzt hier. Hauptsächlich an den Ufern von Seen und Teichen. Der erste weiße Entdecker. Wow, sieh an. Macht voll auf politisch korrekt. Glaub nicht alle Vorurteile, die du über Biker hörst. Wir sind eigentlich ziemlich nett. Glaube ich. Im MC gibt's auch Schwarze. Einer ist Vollmitglied. Ich glaube, ich habe hier bisher noch keinen einzigen Schwarzen gesehen. In diesem komischen, kleinen Kaff. Ja, Jack lässt ab und zu ein paar aus Sacramento herbringen, nur um den Skinheads hier eins auszuwischen. Macht er nicht. Nein, macht er nicht, war nur ein Witz. Jersey Jim ist ein alter Kumpel von mir, ich hab ihn eingeführt, wir waren in der Einheit. Komm mal zum Clubhaus, dann zeig ich dir alles, würde dir gefallen. Er ist witzig, er macht eine fiese Margarita. Naja, ich muss Montag früh im Labor sein, also. Wir sind um 10 wieder in deinem Bett, versprochen. Wie könnte ich so ein Angebot ablehnen? Okay, und jetzt pflücke ein paar. Lavendel, ich soll Lavendel pflücken. Yep. Und bring mir 3 Pflanzen. Zerdrücke sie nicht. Oh, ich werde sie zerdrücken. Na los. Scheiße, ist das eine heiße Ulle, ne? Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Days Gone. Schön für dich. Schön für dich, also schon nur... ich weiß nicht, ob ich sie lieben oder hassen soll. Die hier? Ja, mach weiter. Man kann auch nur als Biker mit ihr zusammen sein, wa? Schön für dich. Darf ich sie hauen? Ich hau ja eigentlich keine Mädels, aber bei ihr würde ich eine Ausnahme machen. Jetzt wächst einfach hier schon wieder eine. Ist klar. Die letzte. Gut, bring sie her. Okay.
Oh. Für dich. Wow, es gibt also noch Kavaliere in Fairwell. Keine Ahnung, aber mit deren Verschwinden habe ich nichts zu tun. Hey. Oh. Die Arme. Hey, ist das das Zeug, das wir nachher rauchen? Nein, dieses Zeug trinken wir nachher. Ich mache so einen super Kräutertee. Ist klar. Hey, alles klar. Wenn du rüberkommst, dann mache ich dir einen, solange du mich nach Hause fährst. Alles klar, gut. Ja, du wirst schon sehen. Und für mich holen wir unterwegs noch ein Bier. Und genau deswegen habe ich im letzten Part gesagt, das möchte ich ganz gerne im neuen Part anfangen, weil sowas Sneakes habe ich ganz gerne zu Anfang eines Parts. Ne? Im letzten Part haben wir mehr uns um das Kitty gesorgt. Bei Tucker oder wie sie heißt. Von daher schon gut so. Und jetzt? Lavendel pflücken, oder wie? Findet drei, gib mir ein paar Tage, genau. Wie ich jetzt noch 3 Tage Zeit hätte, um ihm etwas zu geben, der stirbt sonst. Deacon St. John, hörst du mich? Wir haben einen Job für dich in Peaceful Lake. Aha. Copeland, ja, okay, ich komme vorbei. St. John Ende. Sorry, ich bin etwas neben der Spur. Hast du was gesagt? Es ist etwas, das Sarah mir gezeigt hat vor ein paar Jahren, bevor, hier draußen wächst eine Pflanze, Lavendel. Sie wächst im Schatten, an Flüssen, an Seeufern. Ich werde mal sehen, ob ich sie finde. Scheiße, Bruder, so wie sich der Arm anfühlt, probiere ich alles. Aber scheiß auf Lavendel, bring mir was zu rauchen. Ende. Nein. Ja, ich werde dieses Zeug suchen und dann eine Brandsalbe daraus machen, also hör auf, hier rumzumotzen. Ja, okay, tut mir leid, Bruder, ich dreh hier nur langsam durch, weißt du? Keine Sorge, Bushman. Wir fahren nach Norden, ich schwör's bei Gott. Es dauert nicht mehr lang, hörst du? Ja, Ende. Ich glaube nicht, dass der irgendwo noch hinfährt, aber gut. Holen wir Lavendel. Die Mission können wir dann immer noch machen. Weil er muss sich ja direkt da holen dann. Er kann ja dann nicht direkt abspringen und sagen, yo, wir gehen jetzt. Keine Ahnung, was machen. Dick, wie läuft's? Langweilig. Da dachte ich, ich versuche mal wieder was zu bauen. Komm vorbei, das wird dir gefallen. Use, danke. Ja, ich komme rum, sobald ich kann. Gegen Ende. Ist hier wieder alles voll oder so? Horden. Strategie. Die beste gegen eine größere Horde ist oft, sich mit guten Waffen und Ressourcen einzudecken, besonders wenn man unvorbereitet ist, erkunde die Umgebung und entwickle einen Notfallplan, bevor du versuchst, sie zu erledigen. Es ist der Ort. Nee. Es ist der verdammte Scheißort mit den. Mit der ganzen Scheißhorde. Es gibt einen Notfallplan. Abhauen, bis sie sich zerstreuen und dann auf sie mit Gebrüll, aber gerade so, habe ich jetzt nicht gerade was gesehen, was ich da machen könnte. Schnell speichern. Das heißt, hier Bett zu weit. Aha. Jetzt. Ich wollte gerade sagen, hier gibt's ein paar Lavendel. Ist es genau an dem gleichen Ort?
Nein, 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 nein. Kehre zu Bowser zurück. Komm, 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 komm. Ja, wie gefällt dir das? Dreckiges Pack, ey. Nee, 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 nee. Absolut nicht. Keine Zeit. Wir müssen jetzt zu Bowser zurück. Bumm. Tut mir leid. Also viel halten die ja nicht aus. Aber mein Bike halt auch nicht. Sonst würde ich die alle überrennen. Aber gut. Ich nehme an, was ich kriegen kann. So, Bowser, wir sind wieder on fleek. So, vielen Dank. Gibt's hier noch was? Ja, außer eine Flasche, die ich nicht aufnehmen kann. Oder ich doch? Kann ich brauchen. Ja. So, Bowser, das ging nicht mal ein Tag. Hey, Bowser, Gott, verdammt! Schon komisch, ich hab mich gerade erinnert. Vor ein paar Jahren war Sarah mit mir in Bear Creek. Wir pflückten da Lavendel und, Pussy. Sie zeigte... Sie zeigte mir, wie man diese Brandsalbe macht. Hör zu, ich war draußen. Okay? Ich habe mich am Berg umgesehen, Fallen gecheckt. Mein Arm ist so gut wie neu. Na schön. Okay, ich lasse sie einfach liegen und... Hey, hey! Gib mir ein paar Tage. Okay, wir fahren nach Norden, wie du sagst, und verlassen das Drecksloch. Klar. Ja. Das ist ein bisschen... Oh, neuer Fertigkeitspunkt. So, wo knallen wir den rein? Also wie gesagt, ich muss da irgendwie... Nervig, nervig sowas. Na komm. Drücke L2 beim Zielen mit R3, um die Konzentration zu aktivieren. Die Zeit wird für einen Moment verlangsamt, sodass du präzise Schüsse abgeben kannst. Die Dauer der Konzentration kann durch Fertigkeitsverbesserung und Nero-Injektionen, die in Nero-Kontrollpunkten gewonnen werden können, verlängert werden. So. Ja, ja. Flintenmuni habe ich wieder bekommen. Alles tutti. Ach, ich liebe Flinten. Wir machen einfach am meisten Schaden. Warum ist hier... Deke, bist du da? Nein. Ja, ich höre. Was ist? Es gab einen Angriff. Ripper. Ein paar Dutzend. Oh. Vielleicht mehr. Gottverdammte Ripper. Die Kleine, um die du so besorgt warst? Ja, Lisa. Warte, Moment. Was ist passiert? Wo ist Lisa? Weg. Sie nahmen sie und drei andere mit. Elkai folgte ihnen so weit, wie es ging, aber sie haben sich am Belknap-Krater verschanzt. Er kam zurück, um Hilfe zu holen, aber... Verdammt. Okay, pass auf. Ich weiß, was diese Schweine mit Geiseln machen. Ich warte das nicht ab. Definitiv nicht. Was haben sie getan? Rette Lisa vor den Rippern. Und dann haben wir hier noch. Kehre zu Copeland zurück. Hä? Warum?
Warum zurückkehren? Ich habe doch dort gar keine Mission gemacht. Muss ich das verstehen? Macht schon, ich hab nicht ewig Zeit. Der ist okay. Aufmachen. Sieht nicht gerade gut aus. Geht's dick? Mir geht's nie Mann, gut aus. Nachtanken. Danke. Das steht fest. Ich bin hier. Ah, ich hoffe, dass du hier bist. Du musst noch mein Bike gedacht, dich so oft hier zu sehen. Reparieren. Immer wieder mal. Oh, hey. Hi. Cool. Du warst wohl sehr fleißig. Nicht wirklich. Ja, hab ich nicht. Weg. Gut. Ich hab was Interessantes für dich. Ja, oder auch nicht, Cobb. Ich hab zu tun. Dich interessiert dein Ripper-Camp, nicht? Hier, in der Cascade-Wildnis. Ripper? Hier oben? Wo? Ist wohl doch ganz interessant. Haben sie nicht dich und Buse angegriffen? Ich habe Buse auch lange nicht mehr gesehen, oder? Wo, Cobb? Oben, bei Separation Meadow. Flag, du kennst sie, oder? Sie ist über ihr Lager gestolpert, als sie auf Besorgungstour war. Keine Sorge. Ich kümmere mich drum. Interessiert an einem Ripper Camp? Auf jeden Fall. Läuft's. Da oben. Interessant. Aber da kann ich hindatteln, so. Und da muss ich jetzt nicht irgendwie an der Straße langfahren und unnötig Benzin verballern oder mir die Gegend angucken. Klar, es könnte immer sein, dass irgendwie jemand sein könnte, der... No? Usman, bist du wach? Hilfe braucht. Buse. Ja, Dick. Ich bin etwas neben der Spur, weißt du? Ich sagte, du sollst dich ausruhen, verdammt. Hör zu, ich bin unterwegs nach Separation Meadow. Cope sagt, da oben ist ein Ripper-Camp. Ripper? So weit im Norden? Ja, Buse. Was zur Hölle ist mit denen los? Alkai meint, die Ripper wären hinter uns her, dass ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt ist. Was zum Teufel? Wie ist das möglich? Ich meine, sicher, ich habe meinen Teil Verrückter abgeknallt, aber ich habe es nie übertrieben. Nicht, dass ich wüsste. Tja, gegnerisches Camp. Die Firewall-Wildnis ist voll von gegnerischen Camps. Sie setzen sich aus Plündern, Rippern und Anarchisten zusammen. Mörder und Diebe, die Jagd auf die Schwachen machen. Schalte sie aus und mache die umliegenden Camps der Überlebenden sicherer. Ja, das da. Hä? Räume das Camp. Interessant. Okay, was ist das? Okay. Ripper. Dicken Ende. Okay, jetzt geht's ans Eingemachte. Ich möchte ja sehen, wie die an mir vorbeikommen. Ich bin eins mit eurer Leiche, ja? Das stimmt. Wo ist mein Beil? Was wollt ihr hier? Sucht ihr mich? Tja, hier bin ich.
Verband. Es gibt keine Tunnel. Sitzt du wirklich den Wind? Durchgeknallte Arschlöcher, was wollt ihr hier, ha? Warum heißen sie Ripper? Verstehe ich eigentlich gar nicht, weil es sind keine Ripper in meinen Augen. Los! Ah! Ihr habt meinen Bruder verletzt und wisst ihr was? Das werdet ihr wissen. Yep, werdet ihr. Gottverdammter Ripper! So, ich heile mich jetzt mal, weil ich es kann. Willst du hinabsteigen, dann steig hinab! Du willst hinabsteigen, dann steig hinab. So in etwa, Bruder. Ha! Hat er mich denn bitte getroffen, Mann? Ich höre immer so einen Freaker. Das geht gar nicht. Ripper Bastard! Hier ist ein verdammter Weg! Oh, wunderschön ins Gesicht. So. Ich brauche Deckungsfeuer. So. Also so wie ich dich getroffen habe, solltest du eigentlich im Koma liegen. Geschweige denn nicht mehr aufstehen. Aber gut. Dann bist du tot. Du ziehst dich gar nicht zurück. Schieß mich bitte ab. Gut, der kann mir auf jeden Fall schon mal nicht mehr gefährlich werden.
schauen wir mal, ob wir uns durch die Concentration hier mal was machen können. So. So. Cope, es ist erledigt. Die Ripper hier oben werden niemandem mehr Ärger machen. St. John, hört sich gut an. Ich habe neulich mit Manny gesprochen und ein paar anderen. Ich weiß, wie sehr du dem Camp hilfst. Ich wollte mich nur bedanken. Mark Copeland, Ende.